macht man noch auf Tschechisch? Das war so eine feste Frage. Danke, Thomas Friedmann, für die Einladung und auch eigentlich für die Miteinführung. Also insofern werde ich mich in meiner Vorstellung des Buches vor allem auf die tschechische Rezeption konzentrieren, damit Sie auch was davon haben, nicht nur den tschechischen Akzent und ein paar eigentümliche Ausdrücke. Weil es gibt so eine wunderbare Reihe von der Alten Schmiede in Wien organisiert, Grundbücher der österreichischen Literatur. Da bin ich immer dabei, um es mir anzuhören. Es war also Ilse Eichinger dabei, Größere Hoffnung, unsere geliebte Ingeborg Bachmann. Und ich würde sagen, dies ist ein Grundbuch der tschechischen Literatur, unheimlich wichtig. Und ich wage zu sagen, es wird bald ein Grundbuch der europäischen Literatur. Es wird eh schon in den großen Rezensionen in diesem Sinne besprochen. Stunden aus Blei, auf Tschechisch im Dezember 2018 erschienen und auf Deutsch jetzt im Jänner in der Übersetzung mit der richtigen Aussprache, meine Hochachtung, von Susanna Profosova. Und das war auch eine Leistung, es ist ein sehr schnell gegangen bei diesem Umfang von 800 Seiten, aber das würde man von den Professionellen erwarten, nicht? Also dass sie das schaffen. Aber was mich gewundert hat, wer alles dieses Buch gelesen hat in Tschechien. Nicht nur die Literaturkritiker, das würde man auch irgendwie erwarten, aber das ist wirklich zu einem Kultbuch geworden, 800 Seiten. Und es war dann irgendwie ein Buch, das dann die Wende mitgeprägt und begleitet hat. Und jetzt habe ich für die Freundinnen und Freunde von der Leselampe, wo ich mich dann immer beschwert habe über unsere Regierung und das ist die Zeit, wo das Buch dann erschienen ist, eine gute Nachricht. Wir haben endlich eine gescheite Regierung, gescheit auch im wörtlichen Sinne, weil der Premierminister ist ein ehemaliger Rektor. Allerdings, es war damals anders, wo das Buch erschienen ist und ich versuche jetzt darauf einzugehen, warum das so ein wichtiges Buch für die tschechische Gesellschaft war und ist. Das Buch wurde bereits 2019 mit dem wichtigsten Literaturpreis des Landes ausgezeichnet, mit Magnesia Litera in der Kategorie Buch des Jahres. Und es gehört noch immer zu den meistdiskutierten literarischen Werken seit 1989. Warum? Naja, mit einem ehemaligen Mitarbeiter der kommunistischen Staatspolizei und Oligarchen als Premierminister damals, also Andrej Babiš, und mit einem Präsidenten damals und leider heute noch, der am 30. Oktober 2014 im chinesischen Fernsehsender CCTV gesagt hat, er sei nach China gekommen, um zu lernen, wie man eine Gesellschaft stabilisiere, kann man sich über eine enthusiastische Aufnahme des literarischen Werkes nicht wundern. Sogar die sozialen Medien waren voll von geflügelten Worten, also nicht mehr Goethe und Schiller, sondern Radka Denemarkova. Und dies mit einem Buch im Umfang von fast 800 Seiten. Seine intensive Rezeption im Sinne des politischen Widerstands erinnerte an Václav Havels Zeiten, als die demokratische Literatur im Dissens politisch sein musste, da die Politik alles andere als demokratisch war. Der große Bruder heißt allerdings in diesem Buch nicht mehr die Sowjetunion, sondern China. Und der ideologisch polarisierte Kalte Krieg wurde durch die Ideologie des Profits um jeden Preis oder man kann auch sagen des brutalen Kapitalismus oder der Konsumgesellschaft der Radikalen ersetzt. China wird dabei zum Handlungs- und Tatort. Das heißt, es gibt da die Hauptfigur, oder es sind mehrere, also die Protagonisten sind meistens in China und machen da ihre Geschäfte mit der Politik. Es geht vor allem um Profit, Geld und dass es da Konzentrationslager gibt, die Thomas bereits angesprochen hat, das kümmert sie nicht, weil Geld, wie damals Václav Havel gesagt hat, hat keine Farbe, es gäbe kein schwarzes Geld. China wird allerdings zur Chiffre. Es geht um uns in China und um China in uns, Zitat aus dem Roman.
Der Text ist voll von Anspielungen auf den höchsten China-Freund Tschechiens. Höchsten, ich meine jetzt also in der hierarchisch, also der Kalif auf der Prager Burg. So wundern sich etwa die chinesischen Politiker bei einem Empfang in der tschechischen Botschaft über den Löwen im tschechischen Staatswappen. Sie hätten eigentlich einen Maulwurf entwartet. Zitat aus dem Roman. Die tschechischen Leserinnen konnten sich sofort an die Fernsehbilder von 2014 erinnern, als Miloš Zeman dem chinesischen Präsidenten als Geschenk für sein Kind den kleinen Maulwurf aus Plüsch überreicht hat. Einen großen Maulwurf. Der kleine Maulwurf war ungefähr 1,5 Meter groß. Das Kind über 20 Jahre alt. Es ist ein berühmtes Zitat, also da haben natürlich viele gelacht. Das Buch hat auch groteske Züge. Leider ist das zugleich eine aufschlussreiche Charakteristik der politischen Repräsentanz des Landes in der Mitte Europas. Ein anderes Beispiel für verdichtete Formulierungen, bei deren Lektüre allerdings das Lachen im Halse stecken bleibt, Zitat, wir sind uns näher, als man denkt. Das ist die Werbung für eine Fluglinie zwischen Prag und Shanghai. Werbeslogans als Diagnose. Der Text ist voll von aufschlussreichen Verkürzungen. Zugleich weist er durch typisierte Romanfiguren und symbolträchtige Mikrosituationen auf den historischen Kontext der Relativierung der Werte hin. So erinnert sich der opportunistische Programmierer, also das ist der Hauptbösewicht des Romans, wie er Ende des 1980er Jahre als Bub im Büro seines Vaters gespielt hat. Dieses befand sich im prognostischen Institut, das von der KGB kontrolliert wurde, also das wurde nachgewiesen. Und unter anderem Václav Klaus, den einflussreichsten Autokraten der tschechischen Politik nach 1989, generierte. Treten im Romantext tschechische Politiker, jetzt haben wir ein neues Skandal, das, also Václav Havel hat da ein Institut, das heißt Institut von Václav Havels Institut. Um Gottes Willen, also das ist jetzt ein Sakrileg. Ich glaube, Thomas, jetzt brauche ich echt den Wein. Also. Václav Klaus, also ich hätte lieber von Václav Havel gesprochen, aber es geht um Václav Klaus, pardon. Also dieser Václav Klaus hat da ein Institut und es wurde jetzt aufgedeckt, dass das vom russischen Geld immer finanziert wurde. Also die Trolls sitzen dann in Prag. Also treten im Romantext tschechische Politiker beziehungsweise Unternehmer auf, und ich gendere nicht, weil es geht da um Männer, also ich muss jetzt nicht gendern, die sich den chinesischen Partnern anbieten, um an die Macht und zum Geld zu kommen. Ja, genau, also jetzt werde ich, glaube ich, absichtlich immer Václav Klaus oder Václav Havel verwechseln. Um an die Macht und um Geld zu kommen, bedient sich die Autorin Mittel der Groteske. Dort, da haben wir ein paar Beispiele gehört, dort, wo es um edle Werte geht, nimmt die Romanhandlung orwellische Züge an. So werden auf der Farm der tschechisch-chinesischen Freundschaft Havels Bücher verbrannt. Gerade durch die Bekenntnisse zu Václav Havel werden die Stunden aus Blei zum Bewusstseinsroman. Die Protagonistinnen setzen sich mit Havels politischen Essays auseinander und versuchen zugleich den Weg der Mitte zu folgen. Das heißt, wir haben da zwei Grundtexte im Buch. Also das sind diese Essays von Havel, die soziopolitologischen und philosophischen, also eben die Macht der Machtlosen und dann eben die Philosophie von Konfuzius. So stehen die Zitate von Konfuzius manchmal im Einklang, manchmal im Widerspruch zur Macht der machtlosen Havels. Je nachdem, wer spricht, Zitat, nur wer mit dem Strom schwimmt, wird das Meer erreichen, aus Konfuzius, Ende des Zitats. Natürlich in einer Diktatur wird dieser Satz zu einer schrecklichen Warnung, zu einer Art Erpressung. In Stunden aus Blei geht es um das Gewissen der Welt, der Ganzen, denn viele Menschen wählen den Maulwurf zum Wappentier. Eine große Bedeutung kommt der Gender-Thematik zu, einem der Schlüsselzüge des Gesamtwerks Radka Denemarkovas. Also da habe ich auch den Roman, einen Beitrag zur Geschichte der Freude,
aufmerksam machen. Da haben wir uns das letzte Mal auch drüber unterhalten. Als Schriftstellerin begegnen wir wieder Birgit Stadtherova, einer kompromisslosen Figur, bereits bekannt aus den Romanen Aja pořád kdo to tluče, dreht euch nicht um und ein Beitrag zur Geschichte der Freude. Sie wird vom Kater Pomeranz begleitet, der wie sein Pendant aus Der Meister und Margarita Bulgakovs durch Zeiten und Reiche geht. Das heißt also, die Geschehnisse in jetzt aus China werden in einen historischen Kontext gesetzt. Er kann allerdings auch die Gräueltaten bezeugen, die den menschlichen Figuren einfach nicht zuzumuten sind. Eine Perspektive durch die erzählenden Tiere hat die Autorin bereits im Roman einen Beitrag zur Geschichte der Freude gewählt, in dem die Schwalben vom bestialischen Verhalten der Peiniger berichten. Das Thema ist in diesem Roman die Gewalt den Frauen gegenüber, vor allem Vergewaltigungen. Zurück zu Stunden aus Blei. Die Schriftstellerin, ich spreche jetzt von der Figur, die Schriftstellerin, lässt sich, also eine typisierte Figur, lässt sich weder korrumpieren noch einschüchtern und sorgt dadurch für Unruhe bei den Partys der Diplomaten und der Unternehmer. Bei ihren Auseinandersetzungen mit dem Land vieler Widersprüche besucht sie den Freund, also wieder eine typisierte Figur, und trifft sich mit dem chinesischen Anwalt oder spricht mit der jungen Chinesin. Also auf Tschechisch heißt diese Figur Čínská dívka, aber das tschechische Mädchen ging ja nicht. Also das ist eine erwachsene Frau, aber es klingt im Tschechischen schöner. Das heißt, wir haben da die harten Bösewichte, Schurken und dann quasi das Čínská dívka, also das ist so melodisch. Diese typisierten Namen sind auch aus dem Grund da, also weisen darauf hin, dass man in einer Diktatur, wenn man über eine Diktatur schreibt, muss man aufpassen. Eigennamen sind immer gefährlich. Also deswegen diese Typisierung, auch deswegen. Es gibt da allerdings auch eine tschechische wichtige Figur, also positiv konnotiert. Sie hat einen Namen, weil sie schafft das als einzige aus dieser Diktatur auszubrechen. Sie heißt Olivia und es ist quasi die Hoffnung in dem Roman, also diese jungen Menschen, die doch eine Chance bekommen. Sie wird von ihrer tschechischen Familie tyrannisiert. Die Schriftstellerin bemüht sich immer wieder, die Menschenrechte, pars pro toto, Frauenrechte zu verteidigen. Sie tritt selbstbewusst auf, lässt sich nicht erpressen, vergisst jedoch, in ihrem Demokratie war die Grundregel. Die Wahrheit, die in einer Diktatur laut gesagt wird, kann zum Verhängnis werden. In einer autoritären Gesellschaft sind vor allem die jungen Menschen besonders verletzlich. Während es der Schriftstellerin gelingt, Olivier vor der soziopathischen Familie des Programmierers zu retten, kann die junge Chinesin ihre Stunde aus Blei nicht überleben. Das Buch erzählt auch ihre ungeheuerliche Geschichte. Radka Dänemarková berichtet in ihrem Roman von einer Welt am Rande des Abgrunds. Der Roman fordert uns auf, über uns in China und China in uns nachzudenken und wie bereits Thomas vorweggenommen hat, die Diktatur, also China ist eine Chiffre für die Diktatur. Es gibt auch andere Diktaturen. Wie gesagt, dieser Roman hat die politische Wende mit begleitet und mitgeprägt in Tschechien und ich erkläre das zum Grundbuch der tschechischen Literatur und bin froh, dass Radka Dänemarková jetzt aus ihrem Roman lesen will. Guten Abend. Ich wollte noch kurz auf Thomas reagieren. Ich war da im September, Oktober 2019. Das war HC Hartmann Stipendium. Und dieser Roman war fertig und ich habe intensiv an einem Roman angefangen zu arbeiten. Ich verrate nie, worüber ich schreibe, aber das kann ich verraten. Der Roman ist im 19. Jahrhundert, aber das ist über uns, weil für mich viele Probleme von heute im 19. Jahrhundert Quelle haben. Aber dann kam, weil
kam Reiseverbot nach China und das ist in dieser Welt so, Aktion, Reaktion und dann kam Einladung nach Taiwan. Und nach Taiwan kam ich im Januar 2020. Ich wollte dort auch an diesem Roman arbeiten, aber sie haben mich eingeladen, weil im Januar 2020 war diese wichtige Präsidentenwahl in Taiwan. Gott sei Dank hat diese tolle Präsidentin gewonnen. Da hat auch sehr, sehr geholfen, was in Hongkong im September los war. Da haben auch auf Taiwan gesehen, da ist keine Chance. Und Pandemie hat angefangen. Das habe ich den zweiten Roman angefangen über Taiwan. Und jetzt ist, das war nur Ergänzung. Und ich möchte mich wirklich für dieses Stipendium in Salzburg bedanken. Und eines kann ich verraten, Salzburg spielt in diesem neuen Roman auch eine Rolle. Fragen Sie mich nicht, welche. Ich werde nur kurz lesen, weil es ist schwierig, etwas auszuwählen aus diesem Roman. Nur kurz, auch um, weil das war auch Kampf um die Sprache. Der hat mich sehr, sehr. Ich wollte, dass dieser Roman eine bestimmte Leichtigkeit hat und der hat mir sehr, sehr geholfen an Konfuzius und Lao Tzu. Die Blauelster flattert kreischend in den Parkanlagen von Peking und in den umliegenden Wäldern von Baum zu Baum. Ein Schwarmvogel. Mit schwarzem Kopf und langen blauen Schwanzfedern, mit denen sie beim Fliegen steuert. Beim Landen werden sie gespreizt wie ein Fächer aus verkümmerten, pastellfarbenen Pfauenfedern. Knatternde Rasselstimme. Als hätte sie rostige Stangen in der Kehle, wundscheuenden Stacheldraht. Sobald der Draht die zarte Haut berührt, schrillt die Blauelster im Falsett wie ein zukünftiger Eunuch bei der Kastration. Sie behält ihre Vier im Blick, ihr Geschrei ist schneidend. Für alles, was ihr zu sehen bestimmt war, bestimmt ist und sein wird, zahlt sie mit dem Augenlicht. Es gibt das Leben und es gibt den Tod und es gibt das Nichtleben. Dabei ist sie keineswegs sentimental, weder egoistisch noch elitär. Sie versteht die Welt nicht als das Nonplusultra, deutet auch die menschlichen Charaktere am liebsten nur positiv. Als Ideale, die der Bequemlichkeit entspringen und den Gottheiten von Wasser, Erde und Himmel den Blick auf echte Menschennatur versperren. In Peking hat sich die schwarze Krähe eingenistet und verbreitet. Sie ist blind. Sie wurde eine Gehirnwäsche mit vollkommen richtigen und vollkommen widersprüchlichen Antworten unterzogen. Der Krieg zwischen der schwarzen Krähe und der Blauelster ist bereits im Gange. China ist ein Konzentrationslager mit undurchlässigen Grenzen. China ist ein blühender Garten. Das ist kein Widerspruch. Es sind zwei gegensätzliche Meinungen, die beide freudige Zustimmung auslösen. Schwarze Krähe habe ich in diesem Roman für Geheimdienste genommen. Vielleicht werde ich dann gleich zu diesem Auszug fragen, dann können wir dann ganz weiter lesen und wir können uns dann weiter unterhalten, weil, wie bereits Thomas gesagt hat, das Buch ist eigentlich eine Ausnahme im Werk von Radka Dänemarkova. Das ist kein rein belletristisches Buch. Also das ist ein, Radka arbeitet das erste Mal als Essayistin so richtig, weil du hast das bis jetzt getrennt, nicht? Du hast dann Literaturessays geschrieben, also teilweise dann auch so kulturpolitische Texte und dann halt Belletristik. Ich würde meinen, dass das auch deswegen der Fall war, weil du hast dann in den Romanen, also ich habe da diejenigen, die auf Deutsch erschienen sind, also Ein herrlicher Flecken Erde, das ist ein ironischer Titel. Im Original heißt das Penise od Hitlera, also die Italiener haben das als Isolde di Hitler übersetzt. Also der Titel ist auf jeden Fall ironisch und da geht es um doppelten Holocaust in der tschechischen Gesellschaft. Also zunächst haben dann quasi die Nazis die jüdische Bevölkerung verfolgt und dann
falls das einige dann überlebt haben, also den Terror, dann die Tschechen haben gerne mitgemacht, um an den Besitz zu kommen. Das war lange ein Thema in der tschechischen Gesellschaft, weil es hieß immer, wir waren die Opfer. Aber ich glaube, das kennt man aus Österreich eh nicht. Und, aber das hat Václav Havel das Thema eröffnet und wurde dann verfolgt und Radka hat das literarisch das erste Mal eröffnet. Also das ist ein Roman, eine klare Geschichte, so ein narratives Buch. Ein Beitrag zur Geschichte der Freude, also wieder ironischer Titel, weil das Chiffre für Vergewaltigung ist. Also wieder, es wird Geschichte von Frauen erzählt, die das nicht mehr zulassen wollen, dass Frauen so behandelt werden, dass es sich nur eine Vergewaltigung handelt, also wie eben Simon Wiesenthal mal gesagt hat, nicht, dass das jetzt keine so schlimme Gräueltat ist. Also wieder also ein narrativer Text. Ich würde meinen, du hast jetzt mit diesem Buch eine Diagnose der Zeit. Vorher waren das abgegrenzte Themen oder klar definierte Themen und jetzt geht es eigentlich um Status quo der Gesellschaft. Und da hätte eine Geschichte, also quasi Erzählung, nicht gereicht. Oder wolltest du dann ursprünglich eine Geschichte schreiben, so irgendwie die Schriftstellerin reist nach China und was sie da sieht und irgendwie... Das heißt, das Ästhetische war von Anfang an eingeplant oder hat es sich dann ergeben? Das war am Anfang, ja, Stein oder jemand fährt nach China und so. Aber das, bei mir ist es immer so, wenn ich etwas, ich wähle ein Thema und dann kommt das Leben. Also ich schmeiße das weg und das ist immer Zufall und mit China war das auch Zufall. Das war nicht meine Wahl. Das war Zufall, dass ich 2013 nach China eingeladen wurde. Das war offiziell, das war Literaturfestival Bookworm in Peking und das war mit dem Buch Meine Frau Hitler. Das wurde auf Englisch veröffentlicht und sie haben mich eingeladen. Und ich war in Gesellschaft, dass ich absolut nichts verstanden habe. Und ich bin immer neugierig und dann ging es los, weil dieses Festival existiert auch nicht mehr. Das wurde voriges Jahr, Bookworm wurde voriges Jahr verboten, weil der Xi Jinping, der chinesische Präsident, das ist immer härter und härter. Und das wurde Festival, das wurde von Briten, Britinnen, Amerikaner, Amerikanerinnen in Peking organisiert und sie haben ein bisschen wirklich gesagt, es war ein freies Festival. Und wenn ich das dann das nächste Jahr verstanden habe, warum, wie es möglich ist, diese Alexandra Pearson, das war Direktorin von diesem Festival, sie hat mir gesagt, ja, das ist immer so in der Totalität. Wir wissen, wer korrupt ist. Deshalb haben wir, und das ist möglich, das ist nicht möglich, wir müssen aufpassen, dieses Jahr ist etwas erlaubt, nächstes Jahr wieder nicht erlaubt. Und das ist diese auch in Totalitäten, diese Unsicherheit. Und das ist immer wieder in allen Ländern. Es geht nur um starke Persönlichkeiten. Und Alexander Pearson ist sehr mutig und sie hat das gesehen, dass es mich interessiert, weil ich hatte nur diese naive Vorstellungen. Ich habe nur, ich weiß nicht, chinesische Kalligrafie, chinesische Philosophie, chinesische Lyrik, okay, ich wusste, was in China ein bisschen geht. Aber diese Mikrosituationen im Alltag, dieses wunderschönes Land, der wirtschaftlich so fantastisch geht, aber so brutal ist, worum es geht. Und dann hat sie mich eingeladen und dann hat das mit Pausen 2 Jahre gedauert. 2 Jahre war ich in China. Das hat lange, lange gedauert, bis ich wirklich Vertrauen hatte mit den wichtigen Menschen. Und der wichtigste war Xie Zhiyuan, das ist der chinesische Dissident, Autor, sehr sensibel, guter Mensch. Und dann war das leichter, weil das waren diese Kontakte weiter und weiter. Und dann war ich dann schockiert, was habe ich da angefangen, weil dann konnte ich das nicht aushalten. Und diese erste Idee, dass ich einfach, ja, eine Schriftstellerin kommt nach China, das war ganz klar, ich muss das anders machen. Und die letzte Mikrosituation war, weil Xie Zhiyuan macht viele Sachen. Ich habe für ihn 4 Dandu, Dandu ist Sammelband, das er macht. Ich habe 2 Texte geschrieben, damals auf Deutsch, die wurden nur auf Chinesisch veröffentlicht und das war gegen Xi Jinping und gegen diese politische also Repräsentation dieser Regierung, weil ich konnte das schreiben. Und
Er organisiert auch das Treffen mit den Hochschulstudenten, die kritisch denken, anders denken. Das ist wirklich dasselbe wie vor dem Jahre 1989, aber es ist mehr schwieriger, weil in diesen modernen Technologien und so weiter, diese Überwachung ist so einfach. Und dort habe ich ihn gelernt, das war sehr sympathische, nette, sensible Medizinstudentin. Mhm. Sie war im Alter von meinem Sohn und ich habe sie sehr, sehr gemocht. Auch die Eltern haben mich zum Abendessen eingeladen, also wunderschöne, moderne Wohnung, alles und so weiter und so weiter. Und dann hat sie sich nicht mehr gemeldet. Und 2016, wenn ich dort wieder gekommen bin, dann habe ich sie gefragt, was ist los mit ihr? Und sie haben mir das als normal gesagt. Ja, sie hat Fehler gemacht, sie hat einen kritischen Text gegen Xi Jinping geschrieben, im Internet gelöscht, verhaftet, im Gefängnis. Und sie ist im Gefängnis, ist sie gestorben. Und sie wissen nicht, wie und wo. Aber die Geschichte ging weiter, weil ich habe die Eltern kontaktiert und sie haben sich scheiden lassen. Weil die Mutter wollte nicht diese tolle Stelle als Managerin verlieren, also sie hat gesagt, und wissen Sie, nur einzige Tochter, das war noch diese Geschichte, sie konnte nur ein Kind haben, jetzt ist es anders. Öffentlich hat sie gesagt, sie hatte nie diese schreckliche Tochter, der Vater nicht, der wollte sogar Leiche haben, dass wir Beerdigung organisieren, das war auch nicht möglich und er konnte nicht mehr in Peking als Arzt arbeiten, jetzt arbeitet er in einem Dorf in der Nähe von Chengdu in Sichuan und er darf auch ohne Genehmigung dieses Dorf verlassen und er kann nur dort bei der Arbeitsstelle als arbeiten. Jako pomocník na stavbě. Hilfsarbeiter tätig sein. Aber sie haben das mir als normal gesagt. Und das war interessant, weil ich bin immer wütend, weil das sind tausende Menschen, die Fehler machen und verschwinden. Und die Welt reagiert nur, wenn voriges Jahr diese Tennisspielerin Probleme hatte und dann sind sie alle überrascht, mein Gott. Und sind wir gereist, es gibt wirklich so viele Konzentrationslager oder Arbeitslager, aber alle reden nur, wenn schon Tibet oder Uiguren und so weiter. Aber es ist tief in dieser Gesellschaft und es ist so schwierig. Und ich hatte auch keinen Wortschatz dafür. Und dann habe ich diese Gesellschaft, diese neue Totalität für mich so definiert, das ist wirklich das Schlimmste vom Kommunismus, das Schlimmste vom Kapitalismus. Da hat sich so verbunden geküsst und wirtschaftliches fantastisch funktioniert und alle in der Welt bewunden es. Ein bisschen hat Pandemie geholfen, weil Chinesen, es ist langsam schon egal, was die anderen, weil sie haben mehr Macht. Aber für mich war wichtig, wenn ich dort Europäerinnen getroffen habe und beobachtet habe, weil alle möchten in Europa leben. Alle, Demokratie, Menschenrechte, aber dort war das ihnen absolut egal. Sie möchten nur Investitionen und Milliarden, Millionen machen und so weiter und Politiker auch. Und ich habe mich in dieser Zeit, das war wirklich schwierige Zeit, weil ich habe mich nach Europa gefreut und dann bin ich zurückgekommen und auch in Europa war etwas Ungesundes. Das war damals Flüchtlingskrise, schon die Populisten und dieses jenes, unser Idiot auf der Prager Burg Richtung Russland, Richtung China. Ich bin zurück vom brutalen Polizeistaat gekommen und er hat gesagt, ja, China ist eine harmonische, stabilisierte Gesellschaft. Und dazu diese Welle von Desinformationen, Verschwörungstheorien, weil sie wissen genau, wie die Technik ausnutzen können. Und ich musste das, dann habe ich mir gesagt, ich muss das kompromisslos schreiben als Warnung. Und das kann nur Roman machen. Und da hat mir auch geholfen, als Leserin, zwei Romane haben mir geholfen. Und zwar Musil mit Mann ohne Eigenschaften und Tolstoi Anna Karenina. Anna Karenina ist zwar eine wunderschöne Geschichte über Untreue und Ehe, aber wenn jemand etwas über die Mentalität von Russland im 19. Jahrhundert wissen möchte, soll Anna Karenina lesen. Und deshalb habe ich mir gesagt, es ist mir wirklich egal, diese Erwartungen, wie soll Roman aussehen. Ich möchte also Analyse machen, Synthese, aber auch diese
intime Sphäre, was das mit den Menschen macht, mit den Familien, aber auch diese Ebene, was das gesellschaftlich bedeutet, politisch bedeutet. Und das ist in dieser globalisierten Welt ist sowieso alles, hängt alles mit allem zusammen. Und das ist auch schon eine Mikrosituation. Ich sage nie meinen Verleger, woran ich arbeite, nie. Wenn ich an einen Beitrag zur Geschichte der Freude zum Beispiel gearbeitet habe, das ist diese sexualisierte Gewalt, aber von der Perspektive von Schwalben geschrieben. Wenn er mich gefragt hat, Mirek, dann habe ich gesagt, ja, dann habe ich gesagt, ja, ich schreibe über Schwalben. Er hatte Angst, dass ich etwas Ornithologisches schreibe. Und dann 2013 habe ich ihm gesagt, ja, ich schreibe über China. Und er hat mir gesagt, warum schreibt tschechische Autoren über China? Und ich habe ihm gesagt, lass mich in Ruhe, ich bin Teil der Menschheit, das ist wirklich etwas in der Luft. Jetzt versteht er das. Also das war wirklich wichtig, zwischen Prosa, Essayistik, Lyrik, auch diese bestimmte Leichtigkeit von Konfuzius, auch diese Art und Weise, das gefällt mir an Konfuzius, es gibt eine Frage, kommt Antwort, Antwort ist nicht richtig, aber die Frage ist auch nicht richtig und so geht es weiter. Also ich wollte wirklich im Kontext zeigen, Gott sei Dank habe ich vor dem Jahre 1989 gelebt, ich weiß, was die Totalität bedeutet. Und wie es sich auf die Sprache auch auswirkt. Genau. Das hast du dann genau. In diese Gespräche genau. Auf der Botschaft dann genau. Genau. Und die Lüge, Wahrheit. Auch habe ich endlich meinen Vater verstanden, weil mein Vater war so sensibel, guter Mensch. Aber wir hatten 1986 Besuch von seinen Bekannten von Westdeutschland. Und sie waren nur begeistert. Goldene Prag. Wunderschöne Landschaft, alles billig, Bier ist billig, dies ist billig, Paradies. Und mein Vater war, und er wollte mit denen nie mehr reden, und das ist genau, dann habe ich mir gesagt, ja, genau das ist auch in dieser Zeit. Wenn jemand als Tourist China besucht, ja, das ist diese Hoffnung ist in der Luft und diese, ja, wie schaffen es und wie werden Macht der Welt sein und so weiter. Und da habe ich auch begriffen, warum auch viele Intellektuellen versagt haben. Jean-Paul Sartre war noch hatte Ausflug nach Sowjetunion in den 50er Jahren, hatte auch begeistert darüber geschrieben. Deshalb musste ich aufpassen, konnte ich die Namen nicht geben, weil alle Situationen, die im Buch sind, eigentlich habe ich erlebt, aber literarisch verarbeitet. Und mental hat mir wirklich geholfen, dass, als ob ich das schreibe, dass das mein letztes Buch ist. Und ich glaube, wichtig auch war, dass ich sowas erlebt habe in meinem Alter, mit vielen Erfahrungen. Es ist auch nicht einfach, mich so zu belogen oder manipulieren. Oder, wenn es so genügt. Ja. Ich möchte dich jetzt bitten, dass du dann eine Passage mit dem chinesischen Mädchen, also pardon, mit der jungen Chinesin, ob du sie dann aus der Passage lesen könntest, weil das ist für mich auch irgendwie eine interessante Spur aus Österreich, also für Radka Dänemarkova, für ihr Werk ist Ingeborg Bachmann wichtig, also das ist vor allem in dem Roman Kobold der Fall, den sie so konzipiert hat, ein bisschen als Polemik mit Ingeborg Bachmann oder mit ihrer Entscheidung, dass die sie dann in keine Delikatessen zum Ausdruck bringt, also Ingeborg Bachmann, dass quasi, wenn ich das paraphrasiere, dass für die wichtigen Themen wie Elend, Angst, Gefahr, Gewalt, Tod, die Lyrik zu schön ist, dass die Sprache der Lyrik verklärt. Und Radka Dänemarkova schafft es, in dieser verklärenden Sprache wirklich ganz brutale Sachen zum Ausdruck zu bringen. Also das ist dann, in Kobold ist das eine Geschichte, also da geht es um Gewalt in der Familie und um Gewalt in der Gesellschaft. Und diese private Gewalt in der Familie, also diese Frau, die an und für sich leidet, und wir alle wissen das, sie verschönert das alles. Und das, also der Eindruck ist schrecklich. Also sie leiden tatsächlich mit der Frau mit und die Sprache erlaubt mehr. Also ich muss auch an Todesfuge Zielands denken, das ist so ein ähnlicher Umgang. Also dass diese lyrische Sprache wirklich
der Brutalität auch gewachsen sein kann. Und insofern möchte ich dich bitten, dass du dann... Was heißt es der Richtige? Also, das chinesische Mädchen, also die junge Chinesin, sollte definitiv vorkommen. Ja, aber das war auch Reaktionen bei Lesungen, auch in Tschechien zum Beispiel, warum ich das nicht als einfacher geschrieben habe. Und ich muss immer sagen, für mich ist die Literatur wichtig. Und Literatur, das ist wirklich kaum um die Sprache. Ja, also chinesisches Mädchen. Die junge Chinesin ist auf keine globale politische Konfrontation aus. Ihr Kampf ist privat. Ihr erster Versuch, nicht in Kompromissen zu ertrinken. Freude über die eigene Kühnheit und Offenheit. Nun gibt es keinen Weg zurück. Auch nicht zu sinnlosen und versteckten Debatten darüber, was man opfern müsse, um etwas zu bewahren. Wie ein gerechteres China. Wie du meinst, deine Perspektive ist einseitig. Das muss sie sein, es ist meine Perspektive. Während sie im Gefängnis sitzt und auf ihren Prozess wartet, wird sie zwangsexmatrikuliert. Die Wohnung der Eltern wird demoliert. Persönliche Dinge inklusive Lehrbücher, Klavier, Rechner, Handy und Notizen zu ihrer Diplomarbeit über Schilddrüsenfunktionen werden beschlagnahmt. Viel Neues findet man nicht. Die chinesische Mutter hat das Zimmer ausgeräumt, verdächtiges Gehorsam abgegeben und den Vergangenheitskrempel entsorgt. Die Tochter hat ihren Kopf aufgeräumt und auch den Vergangenheitskrempel entsorgt. Ihr Geld wird konfisziert, Bankkonto und Sparbücher aufgelöst. Die Eltern tun Buße, sagen sich von der Tochter los. Sie darf von niemandem unterstützt werden. Wer die Tochter mit Geld oder Worten unterstützt, riskiert das gleiche Schicksal. Niemand darf ihr helfen und sollte sie vor Hunger sterben. In der Not hilft kein Groschen. Die junge Chinesin steht allein da, belastet mit Freiheit, beschwert mit der Vision eines würdevollen und sinnerfüllten Lebens. Ein hoffnungsloses Unterfangen. Gute Dinge beginnen in der Regel mit hoffnungslosen Unterfangen. Sie hatte Briefe geschrieben wie einst Václav Havel. Die Briefe haben sie innerlich befreit und in Freiheit katapultiert. Und nun erlebt sie die paradoxe Verzweiflung einer frisch aus der Haft Entlassenen in der Absurdität des Freiseins. Was für ein Freisein ist das? Befindet sie sich im wahren Leben? Überall wird sie ausgeschlossen. Öffentlich als Feind gebrandmarkt. Drangsal gilt auf der ganzen Welt als zentrales Instrument zur Behandlung der Unumerziehbaren. Auch die verlegene Höflichkeit der jungen Chinesen provoziert, ihre Anständigkeit, Zurückhaltung, Enthaltsamkeit, Demut. Auch wenn sie entspannt gemeinsam mit anderen in einer Zelle schläft, auch wenn sie gefasst und ohne Widerrede den vollen E-Mail-Kübel wegbringt, sie provoziert die Aufseher schon mit ihrer bloßen Existenz. Sie hört Flügel am Rande der Dächer rascheln. Sie kann keine Nahrung zu sich nehmen. Befangen mit Freiheit. Was mich irgendwie erschreckt oder damals erschrocken hat, jetzt ist wirklich anders, ich bin stolz auf unsere Regierung im Moment, auf den Premierminister, der nach Kiew gefahren ist. Also das hätte man vor ein paar Jahren überhaupt nicht erwarten können. Du warst in einer Diktatur, du durftest natürlich nach China nicht einreisen und wir waren alle froh, dass du das nicht machst. Aber was erschreckend war, du durftest plötzlich auch nicht einmal in die tschechischen Kulturzentren reisen, ne? Also das war keine Unterstützung auch von der tschechischen Seite. Und das war damals auch... Das war auch, für mich das Erschreckende. Das war interessant, weil ich habe diesen Literaturpreis damals bekommen und ich hatte Interviews im Fernsehen, Rundfunk und so weiter. Und dann hatte das Buch war sofort vergriffen.
Und da hatte ich damals, es war ein interessantes Gespräch, ich wollte, dass auch da Dokumente da, von diesem Gespräch kommen, aus Auslandsministerium. Mhm. Und dieser Mann bekommt auch eine Stelle in meinem nächsten Roman. Und das war interessant, weil das war quasi, ja, sie reden über Reiseverbot und dass sie keine Unterstützung von der Tschechischen Republik haben. Und ich habe gesagt, ja, aber das ist da. Und dann habe ich so dummes Mädchen gespielt. Aber sie hat gesagt, das helfen Sie mir. Nein, das ist die Frage von der chinesischen Botschaft und so weiter, wissen Sie. Aber Sie sagen das so offen und wir haben jetzt diese diplomatische Linie der chinesisch-tschechischen freundschaftlichen Linie. Und wenn ich mit diesen Themen komme, das Problem. Aber ich meine, Sie sind unsicher, weil Sie wussten nicht, mit wem ich im Kontakt bin, woher ich alle Informationen habe. Weil Sie sind immer super geheim und Sie haben keine Vorstellung, wie das heute leicht ist auch. Das war nicht so früher, diese Informationen. Aber warum ich das erzähle, was das für mich auch literarisch interessant war, dieser Mann. Wir haben uns verabschiedet. Ich wollte, weil Sie machen dann selbstverständlich dieses also Nachricht über diese Termine und ich wollte das haben, die Kopie. Und in der Tür hat er mir gesagt, wissen Sie, Frau Dr. Denemarkova, ich unterstütze Sie, ich verstehe Sie. Ich habe das als Befehl vom Oben bekommen. Und dann habe ich mir gesagt, diese Art von Feiglichkeit, wie die Feige sind, hat mir auch gezeigt, was in der Luft ist. Und dann hatte ich damals absolut nicht gewusst, was das uns im Februar, oder das war in der Luft. Aber diese, wie sie alle feige sind, das hat auch dieser Krieg jetzt zwischen Ukraine und Russland gezeigt, wie tief es ist, überall. Das ist auch, das war auch wichtige Mikrosituation. Aber umgekehrt, ich nehme das auch positiv, weil das zeigt auch, warum überall diese totalitären oder Autoritätssysteme immer Angst haben von der Literatur, unabhängige Medien. Das ist das Erste, was sie machen, dass sie die Medien kaufen oder verboten oder verbieten oder so. Das ist unsere Stärke. Sie wissen das nicht, aber das beweisen Sie damit. Ja, aber... Darf ich eine Flasche haben? Ja, klar. Ich schenke dir schon eine. Danke. Thomas, ich soll die Lesung begleiten, hieß es. Also. Bitte. Jetzt... Aber muss ich noch sagen, das ist Literatur, über das wirklich literarisch geschrieben. Aber das hat sich bestätigt. Aber was die Realität da, wie das weitergeht, das ist interessant, weil auch unser Präsident hat Xi Jinping eingeladen nach Tschechien 2016, diese Hoffnung über Milliarden. Das waren alles, hat sich gezeigt, hat sich nichts... Leere Versprechen. Das ist, denen ist absolut egal. Tschechische Republik ist wie China ein Dorf. Es gibt so viele Großstädte, die 10 Millionen Einwohner haben. Als Kleinstadt werden dort Städte, die bis 6.000 Einwohner haben. Also das ist wirklich diese Perspektive, war für mich wichtig. Auch... Und gezeigt hat, wo wir auch in Europa oder in der Europäischen Union auch Fehler machen, wie wir naiv sind. Also du hast jetzt gesagt, was alles die Literatur kann, klar, wir wissen das alle und genießen es, aber was für mich absolut überraschend war, war wirklich, das Buch ist alles andere als einfach, nicht? Also allein die Philosophie und die Sprache und das Essayistische. Ich unterschätze nie die Leserinnen. Aber eben, aber also wie, dass das wirklich Hunderttausende gelesen haben, dass das sogar in diese beste satirische Sendung Ščasné pondělí kam. Das war große Überraschung. Du warst schon von der Rezeption überrascht, oder? Ich war überrascht und mein Verleger war auch überrascht. Weil das ist eine schöne Mikrosituation, weil selbstverständlich sage ich nie, wo ich beschreibe oder wie lange es ist. Und ich habe Manuskript meinem Verleger geschickt. Und gleich kam Telefon. Wieso? Das ist so lange. So lange Bücher kaufen heute keine Leserinnen. Und ich habe mir gesagt, halt die Klappe, ich habe das 5 Jahre geschrieben, zuerst muss das lesen.
Und für ihn war das auch große Überraschung, dass es so resoniert oder verkauft wird und so weiter. Aber das ist auch gute Nachricht für uns alle, die keine Kompromisse machen, dass alle denken in diesen Wegen, was Markt erwartet oder Produkte oder so. Nee, der Kunst ist, das funktioniert nie. Wir wissen nie, Gott sei Dank. Das kann man nie planen. Das war für mich große Überraschung. Ich meinte wirklich, dass dieses Buch wie ein paar Intellektuelle ist. Zugleich, glaube ich, war das irgendwie ein Beweis, wie knapp wirklich vor der Kippe die tschechische Gesellschaft war. Weil also dieser Vergleich mit Havel, also dass die Politik versagt und die Bücher ersetzen ihre Rolle. Also das mit der Demokratie war es auf der einen Seite ein Oligarch, also wo dann quasi Hauptsache mein Geld, nicht? Also das, und auf der anderen Seite wirklich einer, der dann Russland und China anbetet. Und allmählich war das, natürlich, wir waren alle sauer, aber irgendwie diese Ohnmacht war da und plötzlich, du hast das auf den Punkt gebracht. Und, aber da ist noch etwas, was mich überrascht hat. Und das zeigt sich, warum das jetzt auch im Ausland die Verlage veröffentlichen möchten, oder bei den Lesungen, auch damals in Tschechien oder jetzt in Österreich, Schweiz, Deutschland. Da ist etwas passiert, das habe ich absolut nicht geahnt, dass auch diese, wie soll das sagen, sammeln sich die Menschen um dieses Buch, die belesen sind, introvertiert, kultiviert und die sind paralysiert von dieser Zeit und dieser Welt, von dieser Vulgarität, von dieser, und das ist, als ob das Insel von Humanismus wäre, dass man da. Das hat mir eine Leserin jetzt in Luxemburg gesagt, als ob da etwas formuliert wäre, was in ihr auch aus ist und sie war unsicher. Mhm. Nee, das ist so. Also, wie gesagt, und das habe ich auch nicht geahnt. Mhm. Also Diagnose, eine sehr genaue Benennung, auch mit diesen Kürzeln und so weiter, teilweise gibt das in die. Also der Vergleich mit Musil passt schon. Wobei er hat dann für, ich glaube, er hat mit dem Mann ohne Eigenschaften schon um 1904 angefangen, also diese Geschichte mit Clarisse und Walter, und hat fast 40 Jahre gebraucht. Du hast 5 Jahre, das in 5 Jahren geschafft, aber du glaube ich, ein mystisches Konzept hast du da nicht. Im Unterschied zu Musil, glaube ich, daran ist er gescheitert. Aber du hast da quasi diese, du magst die Vergleiche mit Jelinek nicht, aber was da, glaube ich, mit Recht passt, ist, sie sagt auch, also dass sie keine Utopie schildern kann. Sie kann nur definieren, beschreiben, und das wird schon den Lesern, Leserinnen überlassen. Und das, glaube ich, ist ein ähnliches Anliegen. Aber damit wir jetzt nicht zu philosophisch und doch auch zu österreichisch sind, dann bitte noch den Auszug mit dem Maulwurf. Weil das Buch ist auch witzig. Also das, du ziehst über die Unternehmer so her, dass das ein Genuss ist. Also das hat mich eben auch an Musil erinnert. Okay, noch kurz. Ein tschechischer Politiker fasst sich ein Herz und spricht informell seinen chinesischen Partner an. Sie stehen am Fenster mit Ausblick auf den Platz des himmlischen Friedens. Der tschechische Politiker räuspert sich die Faust vor dem Mund. Er spricht unhörbar in seine Faust. Leise fragt er nach der Dissidentin, die unter Hausarrest gehalten werde und wohl stilisierten Puppen fotografiere. Sie hatte eine Ausstellung in Prag. Peinlicherweise kann er sich an ihren Namen nicht erinnern, weil ihn dieses törichte Weib in Wirklichkeit gar nicht interessiert. Der Dolmetscher dolmetscht und schwitzt. Sie meinen Liuxia, die Frau von Siuxiabo, sagt der chinesische Außenminister mit eiserner Ruhe. Ja, wir sehen, was sich machen lässt. Der chinesische Politiker lächelt, nickt höflich, bedankt sich. Der tschechische Politiker lächelt, nickt höflich, bedankt sich. Uff, geschafft. Er ist stolz auf sich. Gesellt sich wieder zu dem Unternehmer Grübchen. Vor dem Abflug nach Hause sollen die Delegationsteilnehmer die diamantenbesetzten schwarzen Binden abgeben.
Die meisten behalten sie als ein Requisit für die Kunst des Herrschens. Zu Hause bei der Pressekonferenz erzählt der tschechische Politiker den Journalisten, die sich nicht dafür interessieren, der mutige tschechische Löwe habe in China für das Einhalten der Menschenrechte gebrüllt. Aber den Löwen, den das Land im Wappen trägt, gibt es in tschechischen Gefilden nicht. Er ist ein Zugereister, gut integriert. Die schwarzen Krähen von Peking waren überrascht, dass das Land im Staatswappen einen Löwen führt. Sie dachten, es sei ein Maulwurf. Danke.